Und wieder mal ein weiteres Kapitel aus der Reihe. Nur die dummen Stänger im Stau. Wer cool ist, fährt auf der Standspur vorbei. Ich habe vor kurzem was im Fernsehen gesehen, da ist auch darum gegangen, dass einer auf der Standspur gefahren ist. Der hat eine Strafe von 100 Euro plus einen Punkt in Flensburg gekriegt. Kommt schon der nächste. Und warum soll ich den reinlassen? Er fährt auf der Standspur. Der soll genauso warten wie alle anderen. Okay, ich bin nämlich wie ein Schwein, aber mal ehrlich, dass ihr den reinlassen? Du glaubst, deshalb lasse ich den rein? Es ist Freitagmittag, ich will heim, ich hab Feierabend. Und hinter mir ist noch jede Menge Platz. Vielleicht lasst ihr da jemand rein. Gleiche Stelle, gleicher Ort, nur diesmal oben auf der Brücke. Die linke Spur ist eigentlich eine Linksabbiegerspur, wo nur auf die Autobahn geht. Aber anstatt dass man wartet, fahrt man da vorbei, drängelt sie vorne rein, fahrt noch bei Rot drüber und alle anderen Idioten stehen wieder. Ich will da vorne auch links abbiegen, aber da ist eine durchzogene Linie und eine Sperrfläche. Aber, ich Idiot, stehe halt gerne im Stau. Warum fahrt er jetzt rüber auf meine Fahrbahnseiten? Er muss mich doch sehen. Warum muss ich jetzt bremsen? Nur, dass er ein bisschen schneller ist und vorne dann auf der Linksabbiegerspur steht. Warum? Nur so lebensmüder. Warum geht er raus auf die Straße? Durch das, dass der Bus gekommen ist, war es ein bisschen eng. Wie ich an der roten Ampel gestanden bin und gewartet habe, habe ich mir nur gedacht, irgendwas ist komisch an dem Auto. Ich habe es aber gar nicht gesehen. Habe aber dann trotzdem auf den Knopf gedrückt, die Aufnahme gesichert, weil ich mir dann daheim mal schauen wollte. Vorderreifen, Hinterreifen, Vorderreifen. Aber wo ist denn die hinteren Reifen? Das ist anders. Erst jetzt beim Anschauen habe ich gesehen, der hat hinten ja nur einen Reifen. Das ist ein Dreiradler. Hey, die Stelle kennen wir ja schon aus früheren Videos neben der Tankstelle. Da kommen doch immer die Autos von hinten über den Gehweg. Mal schauen, ob was kommt heute. Na, heute ist von hinten der Gehweg frei. Und warum ist von hinten frei? Na, halt kommt Gegenverkehr von vorn. Und jetzt eine weitere Folge aus der Serie Nur Idioten warten. Ich weiß, es schaut immer so aus, als ob ich der Arsch bin, der die nicht reinlässt. Ich sehe aber im Rückspiegel immer wieder, wie sie an der Warteschlange von der Linksabbiegerspur vorbeifahren und dann versuche, dass sie sich vorne reindrücken. Und das fast jeden Tag. Und irgendwann reicht's. Da lässt du keinen mehr rein. Außer er hat einmal wirklich ein Kennzeichen von weiter weg, dass sein Navi zu spät gesagt hat, er muss links abbiegen. Aber alle mit Münchner Kennzeichen oder Umgebung, die wissen das. Die machen das jeden Tag. Also lass es auch nicht rein. Der hat schon mal verloren. Er probiert es jetzt extrem unverschämt, zirkt einfach rüber. Und denkt sich halt, wenn ich am rein fahre, dann bin ich schuld. Aber ich hab's auf Dash. Und ich werde es auch weiterhin machen. Ich lasse da keinen rein.
Bus blinkt rechts, woher sind die Haltestelle fahren? Bus blinkt immer nur rechts und fahrt in die Haltestelle. Ich will also vorbeifahren. Bus blinkt links und ich mache Vollbremsung. Du blöder Drecksbusfahrer, du Arschiger! Steht da rechts nicht eine Ampel, an der wo ich wart und die anderen alle hinter mir und die wo jetzt rot ist? Erst davor war eine Baustelle. Mein Auto ist über 2 Meter breit, also bleibe ich auf der rechten Spur. Geschwindigkeitsreduzierung, Fahrbahnverschwenkung. Geschwindigkeit reduziert auf 80. Fahrbahnverschwenkung. Überholverbot. Fahrbahnverschwenkung, überholt trotzdem. Wieder Geschwindigkeitsreduzierung auf 60. Und dann jetzt probiert er, dass er vorbeikommt. Schafft es natürlich nicht. Klar. Unmöglich. Es ist Überholverbot Geschwindigkeitsreduzierung auf und soll 60 für versetzt alle. fahren. Und trotzdem probiert er, Und dass er soll mit dem versetzt LKW fahren. vorbeikommt. Wie blöd muss man sein? Aber jetzt hat er es eingesehen, Ist dass er er nicht Dampfer? vorbeikommt. Wieder Überholverbot. Früher ist auf der Straße nur der Schneekram gefahren und drunter war Eisdecken. Da haben wir wunderbar Bremstests machen können. Es hat jetzt einen Betreiberwechsel gegeben und der hat dieses Jahr das erste Mal Streusalz auf die Straße, das frei ist. Und jetzt sind die Rehe aus dem Wald rausgekommen und lecken die Streusalz von der Straße. Und da kommen noch ein paar aus dem Wald. Und nur schnell ein bisschen wegschlecker. So viel Reh habe ich da noch nie auf einmal gesehen. Im Rückspiegel habe ich dann gesehen, wie hinter mir die Rehe wieder auf die Straße sind. Hinter mir sind ja nur die weiblichen Rehe und ich weiß ja von früher her, da sind immer die Hirschen. Da ist der erste. Und jetzt links nach der Kurve steht der zweite Hirsch. Und die haben natürlich auch Salz von der Straße gelegt. Vor mir war der Traktor. Ach na, jetzt muss ich den nachzuckeln. Die vor mir überholen schon, obwohl ja Kurven ist und man kaum was sieht.
Glück gehabt, Traktor birgt ab, Straße ist frei, Gas geben.